So, und da sind wir wieder. Part 2 von Minecraft Adventure Maps. Die Map Bedrock wird hier gerade von uns durchgenommen. Und zwar auf zweierlei Arten. Und, ja, beim letzten Mal habe ich festgestellt, dass es in der Nähe von Redstone bei dieser Map zu kleinen Lags kommt. Ich weiß auch nicht wieso. Die Map beinhaltet mehr Redstone, als ich dachte. Oh. Okay, es wird immer schwieriger. Es sind so kleine... Okay. Ne, solange wir es nicht brauchen, mache ich die Sichtweite runter. Bäm! Das war mal geil. Jetzt, pass auf. Jetzt. Ah. Warte. Ah. Auch nicht. Na, du kleiner Sack. Lol. Das war jetzt aber... Okay, wir sind beim Creeper hier oben. Noch ein Hebel. Hat das jetzt was getan? Ich sehe gerade, die Sichtweite muss auf mindestens 4 Chunks, sonst werden wir von der Map nicht viel zu Gesicht bekommen. Selbst auf 4 Chunks geht es eigentlich nicht. So. Na, eigentlich spiele ich auf 8 Chunks, aber für die Map brauche ich anscheinend 5. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Sollen wir nach da unten? Ich gehe mal nach da unten. Ja! Wer wagt, der gewinnt. Ja, ja. Die Tür geht gar nicht. So. Weiter geht's. Sieht jetzt auch nicht so schwer aus. Hier Gehüppel, da Gehüppel. Zack. Ja, so schwer war das gar nicht. Wer wagt, der gewinnt. Vergiss alle anderen Hebel im Raum. Was auch immer er damit meint. Puh, wir sind auf dem Creeper drauf. Ist halt nur die Frage, wo zum Geier wir hin müssen. Ach, und jetzt gehen auch endlich unsere letzten Gäste hier von der Party bei uns mal wieder Party. Werden gleich erstmal noch Adieu sagen. Tut mir leid, das wird schon mal der kleine Fail dieser Aufnahme. Boah, jetzt reden die hier vor der Tür, ey. Mama, das gibt's nicht. Alter, ich hoffe, ihr hört das nicht, das tut mir leid. Da entschuldige ich mich für, aber wer viel feiert, der hat der Creeper vorher schon Wasser aus seinem Dingen. Kam da nicht Lava raus vorher? Oder so? Also da, ah ne, in den Augen ist Lava. Guck mal, hier drin vermute ich etwas. Mit langsamen Schritten werden wir es auch gleich erfahren. Oh, okay, auf jeden Fall ein Tintenfisch, der uns anvisiert hat. Also, ey, verpiss dich. Aha, hier geht's rein. Creeper Inside, ja, das denke ich auch. Ja, jetzt verpissen sie sich. Dann gehe ich eigentlich gerade mal Tschüss sagen, nicht, dass sie hier rumnerven in der Aufnahme. Moment. Sau, da sind wir wieder. Tut mir wirklich leid. Ne, ich bin nicht so... Party-Typ hat mich hier direkt für euch hin verzogen. Und wir sind in einem neuen Raum und... Ja, ich gehe hier den Raum mal abchecken, ne? Kann immer mal irgendwo was sein. Ich glaube der Map nicht, dass hier einfach nur so ein Raum ist, wo es nichts gibt, aber sieht wirklich so aus. Gehen wir mal weiter. Okay. Verpiss dich. Ich habe den Timer wieder vergessen. Ich bin so ein Idiot. Das gibt's nicht, ne? Ich bin so ein Idiot. Und jetzt habe ich gerade schon wieder was Falsches eingestellt. Ich bin so verpeilt, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht. So. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten oben drauf gepackt auf den Timer und jetzt fängt's wieder an zu laggen. Ach Leute, mit 5 Chunks, das macht doch keinen Spaß.
Ja, er hat gesagt, vergiss alle anderen Hebel, wenn ich den jetzt... Es müsste doch eigentlich irgendwas Schlimmes passiert sein. Naja, gucken wir mal. Oha. Okay. Und jetzt viel Spaß mit der Kettenreaktion hinter dir. Oh. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was passiert. Was passiert? Irgendwie passiert hier gar nichts. So leid es mir tut. Okay, wir verpissen uns mal. Was? Die Tür muss dafür auf? Hier passiert nichts! Naja. Schon wieder ein Baufail. Das kann natürlich öfter mal passieren. Ja, schade, dass es hier so viele Fails gibt, aber es wurde ja auch in der 1.8 gebaut. Also da zwei Wege. Ich denke einfach mal, dass der linke der einfachere ist. Oder geht's im rechten aus? Ich will den Hebel sehen. Ich will den... Sag mal, willst du mich eigentlich total verarschen? Kann sein, dass die Folge heute wieder etwas... Kann sein, dass die Folge heute wieder etwas kürzer wird, weil ich halt nicht weiß jetzt, weil ich den Timer mal wieder vergessen habe, weil ich so verpeilt bin. Ist ja schon bei The Forest so gewesen. Leck mich am Arsch! Kleiner Sack. Kleine Sackratte. Ratte. Sackratte. Ach ja, die Beutelratte. Oh mein Gott, da kann ich mich noch super dran erinnern. Das war... Boah, wann war das? Letztens. Bei Stadtelande Fluss. Ich weiß auch nicht, wieso ich das gespielt habe. Aus irgendeinem Grund habe ich das gespielt. Und bei B, beim Tier, da kam mir die Beutelratte, weil ich die so geil fand. Und da muss es doch von außen reingehen. Man kommt da doch gar nicht... Fuck you. Das ist Trolling auf dem höchsten Niveau, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf. Also das ist wirklich gut gemacht. Woo! Alter. Ein roter Raum. Also die Map gefällt mir bisher sehr. Okay, was haben wir hier? Lol. Was? Frink's Room. Bekannt aus Folge 932. Jetzt nur 40 Euro im Jumbo sparen. Gegen die ganz spezielle Art von Pilzbefall. Und Gronk mit einer Tube Pink's Room. Okay. Ach, guck mal. Nette Hütte. Was ist das denn da? Das ist ein Hebel. Kommt man denn da hin? Tja. Also, finde ich ganz gut von Honeyball, dass sie das auch eingemacht hat. Ja, ich kenne Pink's Room noch. Ich habe bisher jede Folge gesehen. Leider hat es ja beendet. Du kommst hier nicht rein. Please enter the code. Ich komme überall rein, wo ich will. Oh mein Gott, wie viel Redstone hier mal wieder ist. Okay, das haben wir auch erfolgreich erledigt. Ja, ich weiß, die Map sieht jetzt nicht so schön aus, weil nur 5 Chunks und... Oh, weil nur 5 Chunks und kein Shader und kein Optifine. Boah, Alter. Mal, ach so. Man kann doch hier auch irgendwie seinen Namen ändern in der neuen Version, oder? Alter, das ist nicht dein Ernst. Willst du mich eigentlich verarschen? Hier kommt man nicht hin. Komm schon. Oh mein Gott, habe ich mir gerade... Yes, ich habe mir den Checkpoint ercheatet. Findest du den geheimen Raum? Ja, ich finde den geheimen Raum. Denn der ist doch zu 100%... Hä? Seit wann sind hier zwei von den Räumen gewesen? Hab, lol. Gar nicht mitbekommen. So, der geheime Raum befindet sich hier. Es gibt zwei mögliche Schalterkombinationen. Ach, so ist das. Okay, warte mal.
habe die Tür nicht gehört. Lol. Ach so, okay. Ja, nee, keine Ahnung. Findest du den geheim? Was weiß ich? Keine Ahnung. Müssen wir den Scheiß hier nochmal machen? Wegen mir. Dankeschön, Nico. Ne? Das hast du super gemacht. Ja, finde den geheimen Raum. Keine Ahnung. Keine Lust, den zu suchen. Das mit den Pistons finde ich gerade nicht so schön. Und ich würde mich fragen... Oh! Der hat ja V-Sync an hier. Tschüss. Brauche ich nicht. Timing ist alles. Nee. Oh! Bin ich blöd. Ne, Freunde, also das könnte ja mal... Hm. Da ist der geheime Raum. Ich... K... Auch... Red. Ich kann auch Red, soll das bestimmt heißen. Ich kann auch Red. Schön. Freut mich, toller geheimer Raum, wirklich, boah, leck mich, also das war ja mal das schlechteste Easter Egg, was ich jemals in meinem Leben miterleben durfte. Ich mach den Dinge Sound für hier mal aus und Leute, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Die Pistons fahren sich viel schnell ein und wieder aus. Schaut doch, schaut, das seht ihr doch, oder? Ich mach gar nichts. Wie kommt ihr da drauf? Ich mache hier nichts, ich formuliere nirgends rum. Ne? Nein, ich doch nicht. So, jetzt. Oder? Okay. So, jetzt dürfte es etwas einfacher werden. Jetzt ist er nicht rausgekommen. Mensch. Aber es ist jetzt noch mehr am Längen. Deswegen mache ich gerade mal den hier. Und ja, für diesen Raum werde ich mal das Default wieder einhängen. Diese Map ist einfach so verratzt und ja, ich meine, ihr kennt ja meine Minecraft Let's Plays oder so, ne? Ach, bin ich blöd. Und ihr wisst ja auch von Aero, von Rage Mode, von Survival Games, von Let's Change, dass es bei mir nicht laggt normalerweise. Ey, habt ihr das gesehen, wie er sich einfach verkrochen hat? Wie er sich einfach verzogen hat? Das olle miese... Ach, das ist nicht da. Nee, komm. Will ich gar nicht erst mit rumhantieren. Ja, die eingegebene Zahl ist zu groß. Das ist mir doch egal. Aktivieren wir den Checkpoint. Ja, mein Handy flimmert hier auch die ganze Zeit schon rum. Meine Güte, ist doch gut jetzt. Willst du mich verarschen? Hier geht's die ganze Zeit weiter? Ach nee, das habe ich gerade darunter gemacht. Ne? So, Handy, hör auf rumzuflimmern. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich beende. Tschüss.